Willkommen hier aus Monte Carlo, dem vermutlich prestigeträchtigsten Grand Prix von allen. Wir sind heute in unserer F1 22 Audi, meine Teamkarriere, unterwegs und im Qualifying wird es regnen. Also dazu schon mal, ich hasse Regen auf jeden Fall. Und das noch auf einer Strecke, wo ich persönlich ein paar Problemchen habe. Würde ich mal sagen, wird das eine ziemlich spannende Sache werden. Hier haben wir also noch einmal Monaco, 3,3 Kilometer, die kürzeste Strecke, 19 Kurven und nur eine DRS-Zone. Das Qualifying wichtiger als auf jeder anderen Strecke. Abonniert den Channel gern kostenlos, lasst doch gerne ein Däumchen rum da und schaut doch unbedingt gerne auf den anderen Social Media Channels wie Instagram und natürlich auf iTunes-Gaming und natürlich auch gerne auf its-tobi. Los geht's, Turn 1, gut durchgekommen, sehr clean, nur nicht die Wand berühren. Und links mal unten in der Bio, wir sind nach der ersten Kurve erst, aber beim Rausbeschleunigen sind die Reifen durchgegangen und wir rutschen auf den 20. Platz ab. Hier rein können wir das dann ganz wieder gut machen. Da kommt ein ganz leichter Pendler, der Regen ist höllisch hier wirklich. Also wir sind mit Purple im ersten Sektor, das ist unfassbar. Das wäre natürlich die Sensation mit dem Audi-Team, unsere erste Pole. Da gehe ich zu weit, das Fünkchen Glück. Oder das Fünkchen zu spät, was ich hier ans Bremspedal gegangen bin, hat es dann leider gekostet. Aus der Kurve raus, hier in den Tunnel rein, sind wir immer noch erst und ich kann es kaum glauben, Leute. Es wäre so phänomenal, nur die Haare, da geht es wieder länger gerade und wir verlieren so viel an Plätzen. Das war die Verwarnung, aber ich habe sowieso viel mehr Zeit verloren, als ich hier gut gemacht habe. Wir kommen dennoch als Erster raus, dann geht es hier Anfahrt Richtung Schwimmbadschikane, Purple auch im zweiten Sektor, da rutschen wir unfassbar nah an die Mauer dran und hier zing zang, es ist der 7. Platz, der 6. Platz, wer ist jetzt aktuell? Dann gehen wir in Raskas rein, nur nicht den Anfängerfehler mit zu früh einlenken, zu wenig Platz lassen, hier durchbeschleunigen ans DRS, DRS im Regen und es ist ja nüchternde Wahrheit, der 13. Platz, Leute. Ach du Kacke, was für ein Qualifier. Los geht's, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Charles Leclerc startet aus der Pole Position. Und daneben steht Lewis Hamilton. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Russell, Verstappen, Carlos Sainz und Norris, Perez, Ricardo, Fernando Alonso und Esteban Ocon, Gasly, Bottas, der Professor und Joe, Mick Schumacher, Magnussen, Yuki Tsunoda und Sebastian Vettel, Albon, Oscar Piastri, Stroll und Nicolas Latifi. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Das heutige Rennen kommentiere ich auch jetzt wieder mit dem großen... Gut, was soll man sagen, das Qualifying lief eher semi, dennoch hoffen wir, dass wir im Rennen ein bisschen punkten können. Der Start war gut, wir kommen gut weg, Valtteri Bottas neben uns hatte dann einen richtigen Jumpstart, ähnlich wie in Österreich 2019, wo auch jeder gesagt hat, das war ein Frühstart. Und dann so, nein, das war alles korrekt und das ist natürlich toll. So, der Alpine neben uns, 3 sind einer zu viel, Bottas quetscht sich da nach vorne. Und wir probieren hier außen irgendwie, schneiden ihn den Weg innen ab. Ähnlich wie es er gerade getan hat beim Rauffahren. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Die bremsen so unfassbar früh, das ist klar. Einer trifft auf dem anderen, der Ziehharmonika-Effekt. Ich wollte dann auch hier ein bisschen raus, gehen dann außen vorbei und nein, das geht leider nicht. Gelb, es ist immer wieder, hier kommt es zu Verzögerungen, wenn nur einer bremst. Und das verteilt sich natürlich bis auf den letzten Mann. Und dann, steht der Letzte dann quasi. Falls ihr wisst, was ich meine. Das ist halt leider immer wieder in Monaco so. Aber wir kommen hier ordentlich durch. Das wären schon mal 2 Punkte. Und das wären wichtige 2 Punkte auf jeden Fall. Nach diesem Qualifying würde ich echt sagen, wir sollten uns mit dem Minimum zufrieden geben. Weil Monaco ist halt einfach nicht eine Strecke, wo man sich Fehler erlauben darf. Und vor allem, wo eine Berührung mit der Mauer schlimmer ist als zum Beispiel in Spielberg oder auch in Frankreich oder so. Also es ist wirklich hier nahezu Worst Case, wenn du die Mauer berührst. Aber wir kennen alle Monaco und wir kommen auch gut durch. Es läuft okay.
Natürlich ist mein nächster Hoffnungsschimmer noch der Boxenstopp. Jetzt gucken wir uns nochmal die Start-Replay an. Wir sehen, da vorne startet wieder einmal ein Ferrari von der Pole Position. Wer es genau ist, ich weiß es leider nicht. Aber die kommen sehr gut weg. Auch die Mercedes wieder unfassbar gut. Wir sind da hinten eher, hecheln da eher hinterher. So, ja, dann gehen wir da zu dritt diese Passage rauf. Und natürlich ist der arme Ocon da ein bisschen gesandwiched worden. Aber es ging alles gut. Es ist eigentlich, ja, das war ein geiles Überholen. Oh mein Gott, Ocon war das sehr optimistisch und gibt ihn da den Pumper mit. Denn Alonso lässt da natürlich auch, er weiß genau, wenn du da irgendwie reingehst, blöd, das kann echt schlimm ausgehen. Wir sind immer noch in der zweiten Runde und hängen hier an Daniel Ricciardo dran. Das wird hier leider nicht nichts werden, aber vielleicht in der nächsten Kurve. Da gehen wir nach innen und er lässt es zu, weil wenn er zugemacht hätte, wäre es eine Kollision gewesen. Es ist ein bisschen Brechstangenmanöver, hier reinzuhalten, aber man kommt halt eben leider nur so nach vorne. Das ist leider ein Problem hier. Natürlich ist es deswegen auch immer wieder, stets immer wieder am Kicker die Strecke, aber dennoch, also man muss ein bisschen mit der Brechstange arbeiten. So, da, wir sind hier in der vierten Runde nun auch an Checo Perez dran gefahren, der ja anders wie sein Ferrari-Teamkollege unfassbar weit hinten hängt. Und natürlich, wenn du im Qualifying verkackst, gerade unter diesen Bedingungen, dann rennt dir das wirklich das ganze Rennen lang nach, weil du einfach nicht weit genug nach vorne kommst. Und so geht es vermutlich auch Perez hier, weil er einfach nicht nach vorne kommt. Wir probieren zwar hier anzugreifen, ja, er ist auch mit den Gelben unterwegs. Der hat natürlich zum Schluss den Reifenvorteil, aber jetzt plagt er sich ja unnormal. Also das ist nicht schön für ihn, aber auch für uns nicht. Also natürlich, ein besseres Qualifying hätte viel ändern können, aber jetzt rühren wir da nicht lange drum herum, jetzt ziehen wir es knallhart durch. So, und jetzt geht es nun endlich in die Box rein. Wir werden mal gucken, ob es der Undercut gegen ein, zwei Leute vor uns wird oder doch eher ja, der Overcut der anderen. Mal gucken, wir fallen auf den letzten Platz zurück. Alonso, Ricciardo, das sind schon mal zwei bekannte Gesichter, die wir heute schon mal überholt haben. Also es sollte jetzt nicht schief gegangen sein, weil auch in Max Verstappen nur noch 2,4 Sekunden vor uns ist. Und ich weiß nicht, ich habe die nicht mal das ganze Rennen gesehen. Das bedeutet, er muss mindestens vierter Platz sein, dass wir den nicht gesehen haben. Und jetzt heißt es nur noch, wenn Albon ein bisschen Verstappen einbremst, dann können wir da wirklich, dann steht uns heute noch das Podium bevor, mit diesen zwei, drei Runden früher reinkommen als die anderen. Also das ist natürlich strategisch hier in Monaco schon ein Ding. Also manchmal funktioniert der Undercut, aber manchmal auch wie letztes Jahr, da hat sich auch Hamilton gewundert, wie kommt jetzt auf einmal Vettel vor uns raus und so, funktioniert auch der Overcut, weil eben hier auf dieser Strecke vieles möglich ist und auch der Reifenverschleiß nicht so hoch ist. So, wir hängen an Max Verstappen dran, Vettel geht in die Box rein, aber ein Alexander Albon ist nicht in der Box drinnen. Der hält jetzt auf! Ja, das ist natürlich jetzt dumm, dass Norris genau vor uns rausgekommen ist. 1,1 Sekunden sind das. Wir müssen irgendwie das schaffen mit den ja jetzt noch wärmeren Reifen, weil der Norris seine Reifen noch kälter hat, würde ich mal sagen. Müssen wir es irgendwie schaffen, jetzt an Norris vorbeizukommen. Diese Runde im besten Fall noch, weil Albon schon hier einen kleinen ja, Stau bildet. Wir gehen hier rein, ähnlich wie bei Ricciardo. Und auch Norris lässt es zu. Es ist das Asi-Manöver schlechthin. Wenn der zu viel abdeckt, ist natürlich mein Frontflügel weg. Aber so, ja, der rechnet auch gar nicht damit, dass man dann hier so reinbremst. Wo überholt ihr am liebsten in Monaco? Ich meine, das ist jetzt eine blöde Frage, weil in Monaco geht kaum überholen, aber im besten Fall natürlich Start und Ziel, würde ich mal sagen. Aber ja, hier, wo ich überhole, überhole ich gerne. Ja, aber jetzt wird's knapp. Jetzt wird's interessant auf jeden Fall. Das scheidet wer aus. Ein Aston Martin hat abgestellt in
Ja, Lance Stroll ist es auf jeden Fall in Nico Rosbergs Pole-Kurve, würde ich mal sagen, wo er sich da unabsichtlich verbremst hat, um eben die Pole-Position zu bekommen. Aber ja, so wird Weltmeisterschaft geschrieben. So, aber jetzt heißt es für uns auf jeden Fall hier dranbleiben, draufhalten und ja, hoffen, dass Albon noch ein, zwei Runden draußen bleibt. Aber der hat doch gelb drauf, also das wird noch ein bisschen dauern. Ja, das war jetzt sehr gut, das war gut. Wir kommen hier rauf und Dankeschön, Albon. Das war echt toll von Alexander Albon, der sich hier als ja, neuer Wingman für das Audi-Team herausgestellt hat. Das hätte ich nicht geglaubt von dir. Aber trotzdem, dennoch sehr, sehr toll. Coole Leistung. Und da steht auch Lance Stroll, da darf man auch nicht überholen. Aber jetzt wird es halt interessant zu sehen, wo das Ganze noch hinkommt. Wir gucken uns die Replay an. Hier jetzt mal durch in Runde Nummer 5. Das ist das. Ja, schon mal zurechtlegen von Checo Perez, den wir dann leider nicht bekommen haben. Aber wir sind hier wirklich nah dran gekommen. So, und hier dann richtig, richtig nah dran. Und es hat aber leider nie für das Komplette gereicht. Gerade gegen Perez, da war fast Norris vorbei an diesem Punkt hier. Da waren wir nicht mehr so doll. Ich fahre die erste Kurve so, man kriegt da keine Strafe, aber man kann so viel Schwung mitnehmen. Also ich weiß nicht, ich bin so ein großer Fan von der Kurve so zu fahren. Ich weiß natürlich, dass es viele von euch als Abkürzen sehen, aber für mich ist es, wenn man nicht eine Verwarnung bekommt, ist es auch kein Abkürzen. Auch E-Sportler hatten teilweise die Kurve bis zum geht nicht mehr, dass man da noch knapp dran ist, aber dennoch das Maximum an Speed rausholt. 9. Runde hier, dann war das Manöver gegen Lando Norris, glaube ich, oder? Genau, das ist Lando Norris hier. Da konnten wir gut draufhalten, weil er auch ganz, ganz rechts abgedeckt hat. Zwar geht es da leicht Rad an Rad in die Hanadl-Kurve, in die langsamste Stelle der Formel 1, aber dennoch sind wir da clean rausgekommen und konnten dann direkt weiterfahren. Eines meiner Top-Überholmanöver für heute. Und dann hier an Max Verstappen, links angetäuscht, rechts dran gekommen. Und dann, wir wissen alle, was dann abging. Wir konnten uns Verstappen nach der ersten Kurve holen, mit mehr Schwung aus der ersten Kurve raus. Und dann geht das schon. Ja, das war halt, dass da keine Verwarnung gekommen, wundert mich. Aber der Trick ist halt auch vom Gas runter und dann bist du eigentlich, ja gut. Wir sind an Sainz dran, aber es ist schon die 18. von 19 Runden. Es wird sehr schwierig. Es geht in die letzte Runde und es sieht nicht so aus, als ob wir hier irgendwelche Chancen hätten gegen Carlos Sainz Jr. Ich habe alles probiert, hier auch wieder einen Cut in der ersten Kurve, ein Push bis zum geht nicht mehr, aber wir haben natürlich auch ein bisschen älteren Reifen, aber was natürlich viel, viel wichtiger ist, kaum Chance hier generell irgendwo richtig zu überholen. Wir waren noch nie richtig knapp dran an Sainz, aber vom 13. Platz hätte ich mir nie ausgemalt, dass wir nur annähernd an den 5. Platz drankommen, also wäre das mit dem Undercut, hätte das mit dem Undercut nicht funktioniert, hätte ich auch, glaube ich, ja, ein bisschen den, ja, Willen verloren. Hier ist schon Hamilton, habt ihr gesehen, der ist jetzt schon über die Ziellinie gefahren und jetzt fahren wir gerade mal alle drei letzte Kurve. Also Hamilton hat hier einen haushohen Sieg gefeiert. Das war wirklich toll, aber der 5. Platz, die 10 Punkte, also wirklich besser geht's nicht. Ich hätte mir da nichts Besseres ausmalen können. Es war ein tolles Rennen und ich hoffe, euch hat es auch so gefallen. Wir gucken uns natürlich die Siegerehrung
an, auch wenn wir leider nicht draufstehen werden. Wir sind Fahrer des Tages geworden. Ja, wir haben auch immerhin 8 Plätze aufgeholt und das in Monte Carlo auf einer Strecke, wie gesagt, wo man kaum überholen kann. Das ist schon toll. Das war echt eine optimale Leistung, würde ich sagen. Und hier haben wir die Mercedes, die... Jo, was ist da hin? Okay. What the fuck war das gerade? Da steht der Haas auf dem Mercedes drauf. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das war. Ja, fragen wir uns da besser nicht mehr. Mercedes kann sich freuen. Sie gewinnen hier Doppelpodium. Also das ist gut. Aber mein 5. Platz ist wichtig. Sehr, sehr wichtig für die Konstrukteurs-WM. Das bringt uns nach vorne auf jeden Fall. Und ja, also ich hoffe natürlich auch, dass Piastri bald mal punkten kann. Aber ja, das ist natürlich auf einer Strecke wie Monaco für den Rookie auch sehr, sehr schwierig, würde ich sagen. Also Monte Carlo, ach, die Pokale sind doch hier so geil. Also so ein Nachbildung hätte ich auch extrem gerne. Also den hier irgendwo zum Aufstellen, das wäre schon was. Also auch vielleicht zu der WM-Pokal mal eine Nachbildung. Das ist schon ziemlich, auch wenn es so Plastik ist oder so, glänzt ja auch. Also würd ich schon feiern auf jeden Fall. Aber das war's für heute schon mal. Die Mercedes, ja, machen hier das Doppelpodium perfekt. Aber wir kommen auf den 5. Platz. Teamkollege leider nicht. Aber wir sind mit 32 Punkten Rückstand immer noch WM-fähig, würde ich sagen. Es ist an der Spitze Punkte gleich bei Astra, leider kein Punkt. Und auch Audi Sports ist noch 137 Punkte hinter dem anderen Team. Wir sind 4. Platz und wir wissen ja, die Positionierung heißt auch, eine höhere Positionierung heißt auch ein höherer Cash-Out für das Ende der Season. Also da können wir schon mal mit 20, 30 Millionen rechnen, die ist wirklich wichtig sind für unser Team. Aber hier, ja, Piastri ist noch ein bisschen vorne, aber wir holen dich an, Bro, wir holen dich an. Seid ihr da nicht zu sicher, hol mal ein paar Punkte bitte. Und ja, wir holen auch die ganzen Kohle mit. Flügelstand 25.000. Oh, der hat mehr ausgegeben. Der hat 50.000 eingenommen für das Wochenende. Ja, wie gesagt, er ist ein Rookie. Wir nehmen ihm das nicht übel. In Wirklichkeit wissen wir, was er jetzt schon drauf hat. 1,5 Millionen. Wir hatten ja letztes Mal das Payout, das große Update, was wir uns da um 5 Millionen gegönnt haben. Schreibt gerne mal rein, was wir uns als nächstes kaufen sollen. Und schaut auch gerne oben rechts vorbei. Da habe ich euch die komplette Playlist verlinkt. Oder auch am Ende des Videos gibt es die Playlist. So, ein bisschen Management, was wir reingeben. Wir haben auch kaum Punkte. Ich werde auch ein Chassis jetzt investieren. Da hüpfen wir gleich mal ein bisschen nach vorne. Und abonniert. Schaut gerne auf TikTok vorbei. Jetzt_Tobi. Auch gerne auf meinem Instagram-Account. Auf IT_Gaming. Aber auch gerne abonnieren hier. Abonniert gerne kostenlos. Und lasst auch gerne ein Däumchen oben da. Wir sehen uns hoffentlich morgen oder übermorgen zum nächsten Video. In Kanada. Ein Aserbaidschan. Bis dahin. Danke fürs Zugucken und ciao.